Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. Und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Der dritte Advent steht ja an. Und wir schauen mal, und er belädt. Das ist gut. Wie viel haben wir denn noch hier? Eine Lieferung. Oh, wir werden noch niemals voll. 25. Ne, wir werden noch niemals voll. Aber das kann auch, ist auch gut. Dann haben wir alles bei uns am Lager. Dann können wir den umstellen. Ne, nicht dahin, sondern da bitte ausleeren. Und dann schauen wir mal, was wir am Hof haben. Mittlerweile dürfte ja nicht wenig sein. So, hier kriegen wir doch mal eine volle Ladung zusammen, oder? Jawohl, und es stehen noch 2, 4, 6, 8, 10, noch 11 Paletten. Hier. Ich nehme an, wir können weiter zum Kaufland. Ja, Kaufland. Nochmal die große Nachfrage bei der Pferdezucht. Was wollen die Hafer? Oder was wollen die? Ja. Pferdezucht. Für Klee 78. Ja, aber ich würde bei der Scheune 107 kriegen. Dann macht ja eigentlich keine Sinn, die erhöhten Nachfragen. So, du bist fertig. Lassen. Löschen. Dann kannst du bitte zur Werkstatt. Er hat ja ganz gut gearbeitet, aber ich glaube, den muss ich so langsam, ja na gut, aber langsam ein bisschen ausbremsen. Der kommt den Europa ganz schön nah. Feld 24 wird gestriegelt. Wie sieht's aus? Wie viel hast du schon? Ja, es geht. Hälfte hat er ungefähr. Aber wir sollten den Striegel. Warum reparieren wir eigentlich nie den Striegel, wenn wir am Hof sind? Oder ich sehe immer die verkehrten. Der ist nicht zu reparieren. Der ist zu reparieren. Dann würdest du mit ganz anderen Geschwindigkeiten auch striegeln. Ich meine, den anderen hätte ich auch schon auf dem Feld repariert. Dann fährst du wenigstens 12 km/h. Statt 8. So, und du musst dich langsam beeilen. Hier passiert irgendwie nichts. Gut. Irgendwie war der nicht in Autodrive drin. Dann werde ich den mal eben leer machen. So, bei mir fährt er auch weiter. Gut.
Da kriegen wir noch mehr rein. Als mit Autodrive. Bei Werkstatt angekommen. Okay. Wären wir sogar voll. Wir werden sogar voll. Dann brauche ich ihn hier einfach nur loszuschicken. Wird sich sein Weg ja finden. Ja, nur so drei, vier Bahnen und dann hat er die langen Bahnen schon weg, also. Aber die Wendung, die kriegt er super hin. Und der Abfahrer hat schon auf dem Weg zum Lager. Also der Striegel war repariert. Du hast noch nicht abgeladen, der Punkt wahrscheinlich zu früh. Ja. Wenn wir mehrmals schicken, dann passt es. Wir haben rund 200.000 haben wir hier an Mischfutter. Und wir produzieren ja weiter. Dann kannst du bitte zum Waschplatz. So, und hier kaufen wir jetzt unsere letzte Ladung Eier. Weil nochmal losschicken erstmal nicht, würde ich sagen. Nochmal 267.000. Reparieren. Wichtig. So, fällt 16 ist dabei, fällt leer zu werden. Fällt 9 auch. Ja, hier düngen ist hier nicht mehr möglich. Dann würde ich sagen, repariert Bisse. Einmal zum 1. Dann können wir mal hier ein bisschen sauber machen. Können wir gleich mal bei der Mühle vorbeischauen, bevor wir den jetzt hier ganz wegsetzen. Ich glaube, Kompost dürfte noch gar nicht so viel aufgelaufen sein. Aber können wir ja auch mal hinspringen.
So, Kompass. Wir haben immer noch über 2 Millionen drin und nur 105.000 produziert. Das lohnt sich nicht. Raffinerie. Gehen wir mal hier hin. Wir haben noch 117.000 Raps zum Produzieren. 47 haben wir schon produziert. Lohnt sich also auch nicht. Wie sieht es bei der Mühle aus? Im Prinzip genau das Gleiche. Wir haben noch zu wenig produziert. Wie sehen denn unsere Läger aus? Müssen wir ganz nach oben scrollen. Was haben wir denn an Raps? Raps 283.000. Könnten wir doch auch mal was zu der Speiseölproduktion bringen. Da springe ich mal hin. Ölfrüchte, Raps, Sonnenblumen. Dann bekommen wir Speiseöl raus. Raps. Da können wir doch mal und Speiseöl. Wird das Schwarze mit Sicherheit nicht sein. Das könnte das sein, Sonnenblumenöl. Was gab es da? Raps, Sonnenblumen, Sojabohnenöl. Ach, Speiseöl, hier steht sogar dran. Da bekommen wir 1000. Ah, wo habe ich es jetzt? Logistikcenter, nur ein Verkauf, Speiseöl. Und für Raps bekommen wir auch im Prinzip den gleichen Preis, aber wie viel bekommen wir aus Raps raus? Diese Frage stellt sich ja. Dann würde ich sagen, wir bringen einfach mal eine Lieferung zu der Speiseölproduktion, schließen die an. Da haben wir gleich den Waschplatz 1 freigemacht. Nee, Raps hätte ich gern. Wie kommen wir da hin? Über Anfeld 9 vorbei, schätze ich mal, ja. So, Abmarsch. Geben wir mal Gas. Hier noch nicht die nächste. Ich hätte auch über die Hühner fahren können, aber ich finde, hier über die Straßen ist das immer schöner. Was man ja auch leider Autodrive noch nicht sagen kann. Quasi Vorrangrouten. Wir können zwar sagen, das war knapp.
Zielpunkte soll er vermeiden, aber mehr auch nicht. Jetzt muss ich mal schauen. Irgendwo hinter der Halle war das. Ich schätze mal, wir müssen hier rein. Ja, hupt doch nicht. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Und Speiseöl war, glaube ich, hinter der Halle. Hier sind andere, ist eine andere Produktion. Können wir nochmal einen Punkt setzen. Und nicht so. Na, andersrum. Speise. Öl. Eingang. Ach, die Ölmühle ist das. Dann können wir mal einen Da pfeift das irgendwie so komisch. Was ist das? Hier ist auch noch ein Punkt. Hier ist wahrscheinlich Abholung. Und hier ist die Speise Raps, muss einzeln eingebracht werden. Sonnenblumen, Sojabohnen und das dürfte im Verkauf sein. Ne? Hier ist Verkauf, jawohl. Hier kommen Paletten hin. Den Trigger. Die Fabrik pfeift so komisch. Die Trigger finde ich jetzt nicht. Gucken wir mal hier rein. Ölmühle, Übersicht. Ja, hier kommen wir die Ölarten, genau. Und Abfallmischration. Speiseölproduktion, da haben wir ja gerade 3000 pro Stunde. Mal sehen, was wir aus den 48.000 rausbekommen. Können wir hier vorbei? Ja, hier ist der Palettenspawner. Hier ist auch noch was. Da kommen Kartonpaletten hin. Ich glaube, hier hinten ist wahrscheinlich Abholung, Mischration. Dann werden wir ganz außen rum fahren.
Hier sind die Trigger für die Abholung. Dann werden wir hier rausfahren. Kommt noch ein Weiher. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die können erstmal wieder neu berechnet werden. Die brauche ich zwar nicht, aber besser ist. So, die Felder müssen auf jeden Fall gedüngt werden, 15, aber haben wir auch gerade erst angesät. Düngerstreuer könnte ich vielleicht mal losschicken zu den einzelnen Feldern. 8 haben wir auch nicht geschafft zu düngen. So, berechne, damit das Ruckeln aufhört. So, jetzt haben wir es. Gucken wir nur, ob die Abfahrer was mitbekommen haben. Nicht, dass sie wieder stehen geblieben sind. Das sieht nämlich so aus. Der Panther ist nämlich schon voll. Du fährst ganz normal weiter, aber der Zuckerrüben Abfahrer, der bleibt stehen. Aber der müsste auch schon länger gestanden haben, so wie es aussieht. So, ich glaube, hier brauche ich erstmal nichts machen, nur wegstellen. Paletten müssen wir noch erstmal nicht fahren. Da ist gerade der Zuckerrübenabfahrer. Wo ist denn jetzt dran gestoßen? Jetzt hat er da eine Kollision, obwohl ich quasi ihn davon wegziehe. Komisch. Und er müsste doch auch reinpassen von der Länge. Ist doch kürzer wie der andere. Ne? Aber ganz mit LKW passt er dann doch nicht rein. Da steht schon der nächste LKW. Repariert ist alles.
Lassen wir den mal vorbei. Ich lade den jetzt mal nicht voll, weil ich gerne beim nächsten Mal sehen möchte, ob er beides auftankt. Woran es liegt, ob wir vielleicht die Strecke zu weit weggefahren, also von dem Rohr zu weit weg sind oder näher ran müssen. Dann in dem Fall oder was generell nicht macht. Oh, jetzt müssen wir den aber mal sagen, er soll Pause machen. Wo mache ich das? Er ist hinter dem Holmer. Und der haut nämlich schon in der Frucht rein. Ja, das Warten, das ist immer das Problem. Aber leider tankt ja Autodrive nicht ab, wenn er zu 80% gefüllt ist. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal und lassen mal den Abfahrer ein Stück zurück. Und dann machen wir hier mal auf Pause. Hühner sind am Gackern, eine Palette fehlt aber noch. Bah, da nur noch eine halbe. Feld 24 fertig, gut. Entlassen. Dann löschen. Und wir schicken dich jetzt zum Waschplatz 1. Von der Stelle, wo du bist, müsst ihr auch gehen. So, bitte, und jetzt beeil dich mal, dass du hier auch schneller hier bist, als der Opa voll ist. So weit hast es ja nicht mehr. Außerdem hat Europa auch noch eine Drehung dabei. Ja, sollte auch repariert werden, aber erst danach. Das wird er noch fertig kriegen, die Bahn. Ich finde es schade, dass er hier über den Hof fahren muss und nicht außen. Da können wir vielleicht auch mal gucken. Wir haben dich doch hier, ne? So, du kannst hier mal anmachen. So, zur Beladung kommt er hier rum. So. Er könnte aber auch von hier kommen, oder? Das würde doch einfacher sein. So.
Ach nee, abladen. Abladen ist ja da. Kann er denn, aber er kann auch so rum abladen, ja. Haben wir alles angeschlossen, aber er fährt über dem Hof. Aber es geht eigentlich. Er biegt jetzt hier links rum, macht keinen Bogen. Und dann ist er ja auch schon da, also. Ich finde, das ist so okay. Das andere können wir eigentlich nicht machen. Natürlich könnte er losfahren, wenn er jetzt hier leer ist. Wenn Autodrive erkennt, er ist leer, kann ich ja schon mal losfahren. Auch wenn, aber gut, es könnte irgendein Rohr davor sein, wo er dann gegenfährt. Er fährt auch jetzt erstmal runter. Und fährt dann los. Ja, aber so lange hat er nicht mehr. Wir schauen mal, was haben wir denn jetzt hier im Lager an Zuckerrüben. 1 Million haben wir ja zur Zuckerfabrik, sogar ein bisschen mehr gefahren. Und wir haben 630.000 haben wir hier. 1 Million werden wir wahrscheinlich hier nicht mehr vollkriegen. Aber 800.000 vielleicht. Dann haben wir auch erstmal Zuckerrüben genügend. Kann die Zuckerfabrik produzieren. Und wir können aber nochmal zur Speiseölproduktion schauen. So. Wir haben. Wir kriegen sogar noch weniger raus. Also 48.000 haben wir angeliefert. 500 sind jetzt verbraucht und wir haben Ausgang von 350. Also so wie jetzt aussieht, lohnt sich's nicht. Weil wir, es sei denn, wir brauchen diesen Rohstoff. Ah, das pfeift zu sehr. Irgendwie in eine Weiterverarbeitung. Aber werden wir dann schauen. Ja, ich sage mal für heute schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, einen schönen dritten Advent und wir sehen uns Montag wieder hier auf der Multimap 2019. Ich hoffe mit euch, euer Kellerkind. Ciao, ciao.